Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Wohl kaum ein Thema ist in den letzten Jahren so intensiv in der Rechtspolitik diskutiert worden wie das Thema Vorratsdatenspeicherung. Und zu Recht, wie ich finde, denn wenn die Daten von Bürgern gespeichert werden, ist dies unbestritten ein Grundrechtseingriff, der gerechtfertigt werden muss, und das müssen wir dann intensiv diskutieren. Wir meinen, dass die Vorratsdatenspeicherung ein wichtiges Mittel sein kann, um Beweismittel zu erlangen, die Täter überführen. Es gibt genügend Beispiele aus der kriminalpolizeilichen Praxis, die dies belegen. Und es kann durch die Erhebung der Telekommunikationsdaten nachgewiesen werden, dass ein Täter entgegen seinen Beteuerungen eben doch am Tatort war, weil sein Handy von der den Tatort abdeckenden Funkzelle erfasst wurde. Es gab beispielsweise den als Flensburger Bahnhofsfall bekannt gewordenen Mordfall, bei dem der Täter vor allem deshalb über die Verbindungsdaten überführt werden konnte, weil die Telefongesellschaft die Daten noch gespeichert hatte, was sie nach der geltenden Rechtslage nicht hätte tun müssen. Und auch andersrum gibt es den Fall, dass es zu Freisprüchen kam, weil etwa vor dem Landgericht Hamburg ein Fall, ein Angeklagter freigesprochen wurde, weil die Telefonverbindungsdaten, die noch da waren, nachwiesen, dass er an einem anderen Ort und nicht am Tatort war. Es geht uns also genau um die Fälle, in denen für oder gegen einen Angeklagten ein Beweismittel da sein kann, wenn die Verbindungsdaten noch gespeichert sind, was nach heutigem Recht nicht verpflichtend geregelt ist. Denn wir wollen es nicht dem Zufall überlassen, ob Daten noch vorhanden sind, sondern wir wollen mit einer klaren Regelung sicherstellen, dass Anbieter von Telefondiensten die Verbindungsdaten, also Rufnummer, Datum und Uhrzeit eines Telefonats, für 10 Wochen speichern müssen und die Standortdaten für 4 Wochen. Wohlgemerkt, es geht uns nicht um die Inhalte der Kommunikation. Es wird nicht gespeichert, was gemailt wurde und nicht, was telefoniert wurde. Es geht nur um die Verbindungsdaten. Und deshalb sind wir im internationalen Vergleich äußerst restriktiv. In der Sachverständigenanhörung war ja auch deshalb von der Mehrheit der Sachverständigen der zentrale Kritikpunkt, dass dieser Gesetzesentwurf nicht weit genug geht, dass wir 6 Monate speichern sollten oder noch mehr. Aber wir meinen, wir greifen hier in ein Grundrecht ein. Dieser Eingriff muss auf das Nötigste beschränkt werden. Und deshalb ist diese Beschränkung auf 10 bzw. 4 Wochen ausreichend. Wir regeln zudem die Verpflichtung, dass Betroffene, deren Daten abgefragt werden, informiert werden müssen. Und es gibt die klare Verpflichtung, dass die nach diesem Gesetz gespeicherten Daten nach Ablauf der Speicherfristen zu löschen sind. Und wenn ein Unternehmen dies nicht tut, dann erhält es ein hohes Bußgeld. Und zu erwähnen ist auch, dass wir mit diesem Gesetz den Straftatbestand der Datenhehlerei schaffen. Wer zum Beispiel illegal erlangte Daten weiterverkauft, riskiert eine Haftstrafe von bis zu 3 Jahren. Ich halte dies für angemessen, weil der Schutz von Daten gerade heute noch viel mehr gewährleistet werden muss und Verstöße gegen den Datenschutz hart bestraft werden sollten. Zu diesem neuen Straftatbestand gab es in den vergangenen Wochen Kritik, etwa von Journalisten, die befürchteten, dass journalistische Datenrecherche strafbar werden könnte dadurch. Dazu ist klarstellend festzuhalten, dass wir auf diese Kritik reagiert haben. Denn der Tatbestandsausschluss in dem neuen § 202d Absatz 3 ist so gefasst, dass er journalistische Tätigkeiten ausnimmt. Und eine Erfüllung konkreter beruflicher Pflichten, das ist das entscheidende Tatbestandsmerkmal, liegt bei journalistischer Tätigkeit bereits dann vor, wenn die Handlungen nur der Recherche dienen und in eine Veröffentlichung münden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, wir haben gerade im europäischen Vergleich eine äußerst restriktive Regelung, kurze Speicherfristen, Zugriff nur bei abschließend genannten schweren Straftaten, keine Speicherung von Inhalten, keine Eilkompetenz der Staatsanwalt, und die Daten sind im Inland gespeichert, also in Deutschland. Und ganz besonders wichtig ist der Richtervorbehalt. Es gibt keinen staatlichen Datenabruf ohne richterlichen Beschluss. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigt, dass wir eine äußerst restriktive Speicherpflicht in diesem Gesetz geregelt haben. Und ein paar Sätze noch zu den Einwänden der EU-Kommission. Wenn die Europäische Kommission am vorliegenden Entwurf zu bemängeln hat, dass die Dienstleistungsfreiheit beeinträchtigt wäre dadurch, dass die Daten dass die Daten zwingend in Deutschland gespeichert werden müssten,
dann kann ich diesem Einwand nicht nachvollziehen. Ich finde, es ist ein wichtiges Element des Datenschutzes, vor allem dann auch der Rechtsdurchsetzung, dass die Daten in Deutschland gespeichert sind. Die Rechtsdurchsetzung im Ausland, etwa die Vollstreckung des Löschungsanspruches, den wir ja normieren, wäre erschwert, wenn gar unmöglich, wenn die Daten im Ausland gespeichert wären. Also hier muss die Dienstleistungsfreiheit hinter einen effektiven Datenschutz zurücktreten. Und deswegen können wir, glaube ich, einem Vertragsverletzungsverfahren, wenn es denn eingeleitet würde, gelassen entgegensehen. Der effektive Datenschutz ist wichtiger als die Dienstleistungsfreiheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der letzte Parteikonvent meiner Partei, der SPD, hat intensiv sich auch mit dem Pro und Contra dieser Regelung beschäftigt. Und gerade weil wir hier einen Grundrechtseingriff sehen, gerechtfertigt, aber es gibt ihn, wollen wir eine Evaluierung. Und deswegen haben wir im Gesetzesverfahren noch eine Evaluierungsklausel eingeführt, die die Bundesregierung verpflichtet, das Gesetz zu überprüfen über einen Zeitraum von 3 Jahren. Und dann wird ein mit dem Bundestag im Einvernehmen zu bestimmender unabhängiger Sachverständiger ein Urteil abgeben und wir können mögliche Konsequenzen ziehen. Abschließend möchte ich also sagen, dass wir hier einen vernünftigen Kompromiss zwischen den Grundrechten, den Freiheitsrechten einerseits, aber auch den Erfordernissen einer effektiven Strafverfolgung gefunden haben. Es gibt genügend Beispiele, dass die Vorratsdatenspeicherung sowohl für den Angeklagten zu einem Freispruch führen kann, aber auch im Sinne der Strafverfolgung zu einer Verurteilung. Ich finde, Herr Maas hat hier einen äußerst ausgewogenen Kompromissvorschlag vorgelegt und dem können wir nur zustimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Johannes Fechner, der rechts- und verbraucherschutzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, war der erste Redner hier in der zweiten und dritten Beratung der Einführung einer Speicherpflicht für Verkehrsdaten. Die kennen wir auch als Vorratsdatenspeicherung. Erste Gegenrednerin jetzt Halina Wawziniak für die Linksfraktion. Bisher dürfen Telekommunikationsanbieter zu Abrechnungszwecken Daten speichern. Dürfen heißt aber nicht müssen. Und so können die Telekommunikationsanbieter auch darauf verzichten, wenn sie wollen. Zum Beispiel, wenn sie ein datenschutzfreundliches Geschäftsmodell anbieten wollen. Wenn die Vorratsdatenspeicherung durchkommt, dann müssen sie aber Daten speichern. Sie dürfen gerade nicht darauf verzichten. Und was wird da nun wie lange gespeichert? Verkehrsdaten für 10 Wochen, Standortdaten für 4 Wochen. Das Telekommunikationsgesetz regelt klar, was Standortdaten sind und was Verkehrsdaten zu Abrechnungszwecken. Die Neuregelung zur Speicherung, die der Telekommunikationsanbieter zur Speicherung speichert nun unter anderem folgende Daten: Rufnummer und Kennung des angerufenen und anrufenden Anschlusses, Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der Verbindung, Angaben zum genutzten Dienst, wenn unterschiedliche Dienste genutzt werden, die internationale Kennung des anrufenden und angerufenen Endgerätes, das ist neu. Bei Internettelefondiensten die Internetprotokolladressen des anrufenden und angerufenen Anschlusses sowie die zugewiesenen Benutzererkennung, das ist neu. Dasselbe gilt für die Übermittlung einer Kurz-, Multimedia- oder ähnlichen Nachricht. Unbeantwortete oder wegen eines Eingriffs des Netzwerkmanagements erfolglose Anrufe, das ist neu. Für Internetnutzung die zugewiesene Internetprotokolladresse, das ist neu. Die eindeutige Kennung des Anschlusses über den Internetzugang, das ist neu. Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der Internetnutzung und der zugewiesenen Protokolladresse, das ist neu. Mit anderen Worten, die Telekommunikationsanbieter werden nicht nur gezwungen, Daten zu speichern, sie werden auch noch gezwungen, mehr Daten als vorher zu speichern. Und wenn Sie jetzt richtig zugehört haben, dann haben Sie auch gemerkt, jegliche Kommunikation mit Ihren technischen Geräten, mit Ausnahme der E-Mail, wird erfasst. Jetzt kommt noch hinzu, dass im Falle der Nutzung mobiler Telefondienste die Funkzellen gespeichert werden, die vom anrufenden und angerufenen Anschluss genutzt werden. Ihnen ist jetzt schon klar, dass damit nachvollziehbar ist, wann Sie sich wo aufgehalten haben. Wenn Ihnen das gefällt, dann müssen Sie der Vorratsdatenspeicherung zustimmen. Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann stimmen Sie dagegen. Dem Gesetzentwurf fehlt eine Überwachungsgesamtrechnung. Gerade die hat das Bundesverfassungsgericht aber eingefordert.
Und wenn wir uns angucken, was wir da schon haben, dann nenne ich beispielsweise die Rasterfahndung, die akustische Wohnraumüberwachung, die anlassunabhängige Funkzellenabfrage, die Videoüberwachung im öffentlichen Raum und nicht zu vergessen die Möglichkeiten der Geheimdienste, in die Telekommunikationsfreiheit einzugreifen. Ich habe einen Tipp für Sie. Lesen Sie vielleicht in den nächsten 2 sitzungsfreien Wochen einfach mal Malte Spitz. Was macht ihr mit meinen Daten? Der hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, was mit den Daten passiert. Sie von der Großen Koalition haben bislang nicht die Frage beantwortet, und das können Sie auch nicht beantworten, warum Sie Telekommunikationsanbieter verpflichten wollen, die Verkehrs- und Standortdaten zu speichern. Wohlgemerkt verpflichten. Das Standardargument ist, weil Straftaten begangen werden und die gespeicherten Daten möglicherweise unter Umständen vielleicht zur Aufklärung benötigt werden können. Das ist aber ein Generalverdacht. In einer Demokratie gehört sich das nicht, und ich habe mir unter freiheitlich-demokratischer Grundordnung etwas anderes vorgestellt. Sie haben immer wieder behauptet, die Vorratsdatenspeicherung sei notwendig für die Strafverfolgung und die Gefahrenabwehr. Ohne Vorratsdatenspeicherung entstünden Schutzlücken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer diese These in den öffentlichen Raum geblasen hat. Sie wabert da herum, wird ständig wiederholt, und ich bin geneigt zu sagen, sie ist zur Ideologie geworden. Und wie es sich für ordentliche Ideologen gehört, sind sie blind für alles, was diese Ideologie erschüttern könnte. Es interessiert sie nicht, dass es keinerlei Nachweis dafür gibt, dass für die Strafverfolgung und Gefahrenabwehr die Vorratsdatenspeicherung gerade nicht erforderlich ist. Sie verfahren einfach nach der Devise: Irritieren Sie mich bitte nicht mit Fakten, ich habe schon eine Ideologie. Ich weiß, dass Sie das aufregt, aber ich kann nichts dafür, dass Sie an dieses Thema ideologisch herangehen. Herr Minister Maas hat bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs gesagt, er habe in der Vergangenheit Gespräche geführt, und es habe viele Fälle gegeben, in denen Straftaten nicht aufgeklärt werden konnten, weil Daten nicht gespeichert wurden. Als ich jetzt nachfragte, welche Fälle das konkret gewesen seien und welche Fakten zu dieser Erkenntnis geführt haben, lautete die Antwort wie folgt: Es handelt sich um allgemeine Erkenntnisse, die in Gesprächen gewonnen wurden. Aha. Die Aussage beziehe sich nicht auf konkrete Einzelfälle. Interessant. Ich kann mich da nur wiederholen. Es gibt offensichtlich weder viele Fälle noch konkrete. Es gibt mit anderen Worten nichts an Beleg für die Erforderlichkeit der Vorratsdatenspeicherung. Und in einem demokratischen Rechtsstaat bedeutet das dann Finger weg von der Einschränkung von Grundrechten. Herr Maas, Sie sind in einer misslichen Situation. Sie haben einen Koalitionspartner, der gar nicht genug Überwachungsinstrumente bekommen kann und jeden Tag nach einem neuen schreit. Und dann erklärt Ihr Parteivorsitzender in bester schröderscher Art und Weise auch noch: Basta, die Vorratsdatenspeicherung wird gemacht. Was brauchen wir einen Koalitionspartner, wenn man so einen Parteivorsitzenden hat? Doch zurück zur Erforderlichkeit der Vorratsdatenspeicherung. In der Anhörung wurde versucht, die Erforderlichkeit zu belegen. Das misslang deutlich. Es wurde davon geredet, das sei ermittlungstechnisch nicht ausreichend. Es seien unzählige Tatsachen, die belegen, eine 6-monatige Speicherung sei erforderlich. Es konnte nicht gesagt werden, warum die Regelung nicht ausreicht. Es konnte auch nicht gesagt werden, welche unzählige Rechtstatsachen es denn konkret sind. Im Gegenteil, Herr Frank vom Richterbund hat uns noch aufgeklärt: Es gibt keine Statistik über Fälle, die ohne Vorratsdatenspeicherung nicht gelöst werden konnten. Und der Versuch des Sachverständigen Berger, doch noch was zur Erforderlichkeit der Vorratsdatenspeicherung beizutragen, indem er auf 26 Seiten 20 Einzelfälle auflistete, scheiterte. Das Problem ist nämlich, wenn ich 20 Fälle aufliste, von denen es in 17 Fällen einen Angeklagten gab, obwohl es keine Vorratsdatenspeicherung gegeben hat, dann ist die Vorratsdatenspeicherung nicht erforderlich. Und wenn es in 3 Fällen, wo es die frühere Vorratsdatenspeicherung gab, eine Anklage gab wegen der freiwilligen Datenweitergabe und einen Fall, weil es geständige Angaben gab, dann ist auch das ein Beleg, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht erforderlich ist. Ich fasse zusammen, eine Schutzlücke durch eine fehlende Vorratsdatenspeicherung gibt es nicht. Sie können es nicht schaffen, die Erforderlichkeit nachzuweisen. In einem demokratischen Rechtsstaat muss nun aber für einen Grundrechtseingriff die Erforderlichkeit begründet werden. Bei der Vorratsdatenspeicherung geht das nicht. Wenn das so ist, dann ist es in einem demokratischen Rechtsstaat ganz einfach: Finger weg
von der Einschränkung von Grundrechten, Finger weg von der Vorratsdatenspeicherung. Und ich sage Ihnen sehr deutlich, die Gegner der Vorratsdatenspeicherung verteidigen den Rechtsstaat, die Befürworter gefährden ihn. Nun klopfen Sie von der Sozialdemokratie sich auf die Schulter, weil Sie in dem Gesetzentwurf eine Evaluierung hineinverhandelt haben. Ich verstehe das sogar ein wenig, denn die Union ist bei dem Thema so vernagelt, dass es aus ihrer Sicht vermutlich tatsächlich ein Erfolg ist. Aber wenn Sie der Vorratsdatenspeicherung nun mehrheitlich nicht zustimmen, liebe Genossinnen und Genossen von der SPD, richtig sozialdemokratische Politik wäre eine Befristung des Gesetzes gewesen. Lassen Sie mich aber noch auf einen Punkt eingehen, der in der Debatte Gefahr läuft, unterzugehen. Ich rede vom Straftatbestand der Datenhehlerei. Sie wollen unter Strafe stellen, wenn jemand Daten, die nicht allgemein zugänglich sind und die ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat, sich oder einem anderen verschafft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, um sich oder einen Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. Ich finde das angesichts der Vorfälle um Netzpolitik.org ein ziemlich starkes Stück. Da hilft Ihnen auch der Absatz 3 nicht weiter, der die Strafbarkeit unter bestimmten Umständen ausschließt. Natürlich fallen Journalistinnen und Journalisten wegen ihres Zeugnisverweigerungsrechts in der Strafprozessordnung grundsätzlich unter diesen Absatz. Aber Sie schreiben, dass die Daten entgegengenommen, ausgewertet und veröffentlicht werden müssen. Und in der Begründung schreiben Sie dann, dass unter die beruflichen Pflichten, die zum Strafausschluss führen können, journalistische Tätigkeiten in Vorbereitung einer konkreten Veröffentlichung fallen. Ja, da steht tatsächlich Tätigkeiten in Vorbereitung einer konkreten Veröffentlichung. Sie können ja was anderes gemeint haben, aber dann gilt Augen auf bei der Gesetzesformulierung. Wenn der Journalist oder die Journalistin noch gar nicht weiß, ob sie überhaupt etwas veröffentlichen will, dann gilt eben nach ihrer Gesetzesbegründung der Ausschluss der Strafbarkeit nicht. Und ich habe jetzt noch nicht mal über Whistleblower geredet. Sie machen ein Whistleblower-Bestrafungsgesetz, nötig wäre aber ein Whistleblower-Schutzgesetz. Ich komme zum Schluss. Die Erforderlichkeit der Vorratsdatenspeicherung ist nicht erwiesen. Der Straftatbestand der Datenhehlerei wird zu einem Whistleblower-Bestrafungsgesetz. Die Linke lehnt den Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung ab, und ich kann Sie alle nur auffordern, das ebenso zu tun. Halina Wawczyniak, die rechts- und netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion, kritisiert Datenmengen, die mit dem neuen Gesetz geschaffen und genutzt werden können, und das ohne, wie sie sagt, erkennbare Erfordernis. Die nächste Rednerin hier in der Aussprache ist Elisabeth Winkelmeier-Becker für die Unionsfraktion. Sie ist rechtspolitische Sprecherin. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen! Selbst bei der EU-Kommission ist angekommen, dass die Debatte über Vorratsdatenspeicherung oder über die Speicherung, Anordnung von Höchstfristen sehr emotional und ideologisiert geführt wird. Und ich glaube, das war jetzt gerade ein besonderer Beweis dafür, dass das richtig ist und dass es gut ist, dass wir diese Diskussion heute hier zu einem sehr guten vorläufigen oder Ende führen, dass wir eine gute Regelung ins Gesetzblatt bringen. Ich bin froh, dass wir den Koalitionspartner überzeugen konnten, dass wir hier ein sehr wichtiges Ermittlungsinstrument haben, auch wenn die Regelung, das sage ich auch klar, ein Kompromiss ist. Gerade nach der Anhörung der Sachverständigen am 21. September ist klar geworden, dass auch sinnvolle Regelungen noch darüber hinausgegangen wären. Aber das, was wir jetzt als Kompromiss erarbeitet haben, ist auf jeden Fall ein wichtiger Fortschritt. Wir haben bei der Sachverständigenanhörung genau uns erklären lassen, um was es geht. Es ging um schwere Kriminalität, für die der Zugriff auf die Verbindungsdaten erforderlich ist, um hier zu Aufklärung und zu Verurteilungen zu kommen. Und aus der einjährigen Praxis eines Strafsenats beim BGH wurden uns viele Fälle berichtet und geschildert, in denen Verkehrsdaten genau der entscheidende Ansatz waren, um zu Ermittlungen zu kommen und zu Beweisen zu kommen. Es ging in 20 Beispielsfällen aus einem Jahr um 7 Tötungsdelikte, 4 Raubdelikte, 4 Bandendiebstahle, 2 Erpressungen, dazu Betrug in Form von Enkeltrick,
Brandstiftung, Betäubungsmittelkriminalität. In all diesen Fällen war das ein erster Ermittlungsansatz, der als Hebel gedient hat, um zu weiteren Beweisen zu kommen. In der Regel sind diese Verbindungsdaten selber nicht aussagekräftig genug, um jemanden zu überführen. Aber sie sind ein ganz wichtiges Element in den weiteren Aufklärungen, die dann eben dazu führen, dass Täter überführt werden können. Und in der Tat, es fällt in die Zeit, wo jetzt keine verpflichtende Speicherung angeordnet war. Aber das sind die Fälle, die deshalb eben auf Verbindungsdaten zugreifen konnten, weil die Provider diese Daten von sich aus zu geschäftlichen Zwecken gespeichert hatten. Und hier hängt es eben vom Zufall ab, ob in diesen Fällen auf deutsche Daten zugegriffen werden kann oder eben nicht. Wenn wir das verbindlich regeln, dann können deutlich mehr Straftaten aufgeklärt werden. Und genau das ist unser Ziel. Und wenn Sie davon sprechen, dass wir hier dem Datenschutz nicht genügen, dann muss ich sagen, Sie betreiben hier Täterschutz an dieser Stelle. Die Beispiele, die genannt wurden, ging auch noch weiter. Das waren jetzt die Beispiele aus dem Bereich des BGH. Wir hatten einen weiteren Sachverständigen, der aus dem Bereich der Internetkriminalität Beispiele genannt hat, der frühere Leiter der Hessischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität. Er hat uns dargelegt, dass über ein Fünftel der Bürger bereits davon ausgehen, dass ihre Daten, ihre Identität im Internet missbraucht worden ist, gestohlen worden ist, um damit Drogenhandel zu begehen, Waffenhandel, Beschaffung, Kinderpornografie und all diese Dinge, die ihren Marktplatz im Internet haben. Die Zunahme an Straftaten, gerade auch im Internet, der Missbrauch von persönlichen Daten, das ist für uns auch mit der Grund, weshalb wir den neuen Straftatbestand der Datenhehlerei einführen. Denn hier ist eine Strafbarkeitslücke. Derjenige, der sich die Daten illegal beschafft, ist strafbar. Derjenige, der sie dann braucht, um Betrügereien zu begehen, ist strafbar. Aber derjenige, der dazwischen handelt mit Daten, ist es nicht. Hier schließen wir eine wichtige Lücke. Meine Damen und Herren, die Beispiele zeigen nicht nur, welche ermittlungstechnische Bedeutung diese Daten haben, sondern sie zeigen eben auch, um welche Straftaten es geht, um schwere Kriminalität. Und sie zeigen auch, wie diese Daten erhoben werden. Die werden nicht beliebig zusammengeführt, einmal rumgerührt und dann irgendwie missbraucht, sondern sie werden immer nur punktuell im Zusammenhang mit ganz konkreten Ermittlungen in Fällen schwerer Kriminalität herangezogen. Und das zeigt vor allem, um was es nicht geht. Es geht nicht um Meinungskontrolle, nicht um Generalverdacht, nicht um generelle Überwachung oder Bewegungsprofile. Hier werden unverantwortliche Ängste geschürt. Und das zeigt, wer davon bisher profitiert hat, dass wir auf dieses Ermittlungsinstrument verzichtet haben. Das waren nicht die kritischen Geister, die Journalisten, die Bürger in ihrer privaten Lebensführung, sondern es waren kriminelle Täter, skrupellose Mörder, Räuber, Bandendiebe, Erpresser, Händler und Nutzer von Kinderpornografie. Das muss jeder wissen, der sich bisher gegen Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hat. Und es ist richtig, es ist noch nicht empirisch aufgearbeitet worden. In der Tat haben die Ermittler bisher Besseres zu tun, als festzuhalten, was sie mit Vorratsdatenspeicherung hätten machen können. Wenn sie ihnen nicht zur Verfügung steht, dann hat das im Moment keinen praktischen Wert. Wir haben uns deshalb vorgenommen, das im Rahmen einer Evaluation aufzuarbeiten. Und ich kann die Anwender in der Praxis jetzt auch nur bitten, das wirklich festzuhalten, was der Zugriff auf Verkehrsdaten für Sie erfordert. Sei es, dass Sie mit solchen Daten wirkliche Ermittlungsschritte weiterkommen, oder sei es, dass Sie auch unter der jetzigen Regelung noch keinen Zugriff haben und Sie deshalb eben wiederum nicht weiterkommen. All das wird im Rahmen der Evaluation wichtig und hilfreich sein.
Für unsere heutige Entscheidung stützen wir uns auf diese zahlreichen Beispiele aus der Praxis. Meine Empirie ist da schon ziemlich umfangreich, muss ich wirklich sagen, und die Beispiele sind absolut plausibel. Diese Verkehrsdaten erlauben einen Blick in die Vergangenheit und erlauben deshalb eben auch, Tatverläufe zu rekonstruieren. Und das muss sein, der Staat hat das Monopol zur Strafverfolgung und er darf sich hier nicht bei der Verfolgung von Tätern von vornherein schwächer machen, als es die Täter sind, die diese Kommunikationsmittel ohne weiteres nutzen. Vielfach wird gesagt, dass hier ein Missbrauchsrisiko besteht. Ich darf sagen, es ist in der Zeit, in der Vorratsdatenspeicherung geregelt war, kein einziger Fall des Missbrauchs bekannt geworden. Auch die ganze Internet-Community hat keinen einzigen Fall auftun können, in dem hier irgendetwas schiefgegangen ist. Wir gehen auf Nummer sicher, auch in Zukunft, erhöhen den Sicherheitslevel noch weiter, uneingeschränkter Richtervorbehalt, Vier-Augen-Prinzip, Verschlüsselung, Trennung vom Internet bei der Speicherung, das ist extrem hoch. Wohlgemerkt für dieselben Daten, die bei den Telekommunikationsunternehmen selber aus betrieblichen Gründen allein nach den Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert werden können, mit deutlich geringeren Standards. Meine Damen und Herren, ich möchte noch kurz auf die Bedenken der EU-Kommission eingehen, vor allem auf die Reaktion der Netzgemeinde darauf. Unser Gesetz sieht bekanntlich vor, dass Daten nur in Deutschland gespeichert werden dürfen. Und zwar deshalb, damit wir hier die Einhaltung dieser allerhöchsten Sicherheitsstandards auch gewährleisten können. Jetzt hatte die Kommission angemerkt, dass das eventuell eine Benachteiligung von Anbietern aus dem EU-Ausland darstellen könnte. Was tut die Netzgemeinde? Die Überschriften lauten erneut Kritik aus Brüssel an der deutschen Vorratsdatenspeicherung. Wir veröffentlichen, alles geheim, ja? Wir veröffentlichen die Stellungnahme der EU-Kommission, noch viele weitere Mängel Update. Da wird der Eindruck erweckt, hier hätte die EU-Kommission wieder Datenschutzmängel in unserer Regelung aufgezeigt. Das Gegenteil ist der Fall. Der EU ging es in diesem Zusammenhang nicht etwa um unzureichenden Datenschutz, sondern um Wettbewerbsinteressen. Es ging ihr darum, dass die Wettbewerber im EU-Ausland nicht schlechter gestellt werden. Hier hätte man eine Kommentierung erwartet, in der die EU-Kommission kritisiert wird und die Regierung und die Koalition dazu aufgefordert wird, am hohen Schutzstandard und an der Speicherung in Deutschland festzuhalten. Die Überschriften gingen genau in die andere Richtung, und das zeigt mir, dass hier nicht redlich argumentiert wird, hier wird Panikmache betrieben und Ideologie. Und deshalb sind wir froh, dass wir das jetzt gut unter Dach und Fach bekommen. Es ist ein guter Tag für den Rechtsstaat. Vielen Dank. Elisabeth Winkelmeier-Becker, die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, hat Beispiele genannt, bei denen Telefonverbindungsdaten aus ihrer Sicht zu Fahndungserfolgen zumindest beigetragen haben. Und sie sagt, Kritiker des neuen Gesetzes betrieben Täterschutz. Die nächste Rednerin ist Renate Künast, die Ausschussvorsitzende des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Also, ich muss sagen, das, was ich bisher von den Koalitionsfraktionen gehört habe, fand ich doch ziemlich dünn. Ziemlich dünn. Der Kollege der SPD hat so getan, als habe man hier wirklich grundsätzlich und sehr intensiv beraten. Aber Herr Kollege Fechner, davon habe ich nichts gemerkt. Sie haben eher gezeigt, gerade die SPD, dass Sie ein ewiges Hin und Her vollendet haben. Erst ist Herr Maas lange Zeit rumgelaufen und hat gesagt, nein zur Vorratsdatenspeicherung, weil sie nicht rechtlich vereinbar sei mit Rechtsprechung, mit unseren Grundrechten. Und dann ist er irgendwie über Nacht, nachdem er vorher als kleines Vögelchen im Baum saß und den Mund spitzte, ist er irgendwie, statt das Lied der Grundrechte zu singen, vom Ast gefallen, meine Damen und Herren. Anders kann man es gar nicht bezeichnen. Plötzlich war er weg.
Und auch wenn er uns nachher hier 10 Minuten was erklärt, er hat zu keinem Zeitpunkt was erklärt. Er hat sich nicht mal getraut, am letzten Mittwoch oder zu einem anderen Zeitpunkt in den Ausschuss zu kommen und sich dort zu seinem Meinungswandel befragen zu lassen, zu den Beispielen befragen zu lassen, meine Damen und Herren. Wahr ist doch, Herr Fechner, Sie sagen hier, wir müssen eine große Debatte über Grundrechte führen. Aber dann haben Sie in Ihrer eigenen Rede diese Debatte gar nicht geführt. Nein, im Parteikonvent. Wer ist der Parteikonvent? Hier ist der Deutsche Bundestag mit seinen Ausschüssen. Auch hier müssen Sie diese Beispiele bringen. Ich sage Ihnen, kein Beispiel, das ich hier oder im Ausschuss gehört habe, hat am Ende Bestand gehabt. Und das Putzigste war noch, dass uns ein Ermittler sagte, na, wenn man den Wohnwagen von NSU-Terrorismus, den ausgebrannten Wohnwagen, nachher hätte auch die Handys ausweiten können. Was hätte man dann alles über die NSU erfahren? Meine Damen und Herren, was hätten wir alles über die NSU erfahren, wenn die deutschen Behörden 10 Jahre lang ordentlich gearbeitet hätten, ohne Vorratsdatenspeicherung? So, viele Argumente, dafür reicht meine Redezeit nicht. Sie haben gesagt, Sie wollen Grundrechte diskutieren und haben am Ende, ich finde nur ideologisch, Sicherheitsaspekte gebracht, von denen Sie nicht mal, mit denen Sie nicht mal Alternativen diskutiert haben. Was würde eigentlich nach einer Tat gegen Quick Freeze sprechen, meine Damen und Herren? Das kommt bei Ihnen gar nicht vor. Sie könnten natürlich sagen, die Daten, die Sie jetzt grundsätzlich speichern wollen, könnten Sie ja per Quick Freeze in einer bestimmten Region dann speichern, um alle Daten der Menschen, die anwesend waren, in einem bestimmten Umkreis des Tatortes dann zu speichern. Das könnte ja eine zu erörternde Alternative sein. Aber nein, Sie machen alle in dieser Bundesrepublik zu Verdächtigen. Alle. Und eben nicht nur die Netzgemeinde, sondern jeder, der kommuniziert. Sie tun so, als ginge es um ein paar Daten. Unser Kollege Malte Spitz ist ja schon erwähnt worden, der das Ganze abgefragt hat bei der Telekom und in einem Buch niedergelegt hat, meine Damen und Herren. Gehen Sie getrost davon aus, alle 3-4 Minuten wird von jedem von uns und von jedem, der sozusagen technische Geräte hat, festgestellt, wo er sich aufhält, wie lange er da ist, mit wem er kommuniziert, meine Damen und Herren. Das hat Orwell in 1984 gar nicht so gut beschreiben können, wie es heute passiert. Dann kommen die Fluggastdaten dazu, demnächst, denke mal, eine Pkw-Maut, Wohnraumüberwachung und Ähnliches, meine Damen und Herren. Keiner kann einem begründen, warum wir alle derartig verdächtig sind. Und niemand von Ihnen hat jetzt die Frage der Datensicherheit beantwortet. Also man muss ja Mitleid bei den Providern haben, die wieder mal 3-stellige Millionenbeträge ausgeben müssen, um ein angebliches Sicherheitsniveau herzustellen. Und wenn es beim EuGH scheitert, können Sie ja mal schauen, wie es mit dem Geld ist. Meine Damen und Herren, so macht man Mittelstandsförderung à la SPD. Ja, wo ist eigentlich der Wirtschaftsminister, der doch von digitalen Agenten hier immer spricht. Aber Datensicherheit nach Snowden. Wie naiv sind Sie? Oder was glauben Sie, wie naiv wir sind, dass wir glauben, man könnte Daten an einem Ort über 10 Wochen speichern, ohne dass die NSA da reinkommt, meine Damen und Herren. Da können Sie noch so viel spielen. Sie müssen sich mit der Frage auseinandersetzen. Jeder Tag der Speicherung mehr an zentralen Orten führt dazu, dass Geheimdienste dieser Welt, im Zweifelsfalle sogar unser eigener, auf diese Daten und das Profil, das man damit bilden kann, Zugang hat. Jetzt sagen Sie vielleicht, meine Damen und Herren, das können wir ja alles schützen, das entwickeln wir. Ich sage Ihnen mal, ich traue unseren Geheimdiensten auch keinen halben Meter. Nicht nur wegen der aktuellen Enthüllung, sondern ein Geheimdienst, der sagt, er wisse nicht, nach welchen Adressen die Selektorenlisten der USA fragen. Dem traue ich nicht zu, dass er meine Daten schützt. Ihre Vorlage verstößt gegen europäisches Recht, meine Damen und Herren, weil der EuGH gesagt hat, anlasslose Verarbeitung ist unzulässig, sondern Sie haben ganz klar gesagt, es muss irgendeinen Bezug bei mir als Person geben, beim überwachten Bürger geben, zum Risiko oder zum Verdacht. An keiner Stelle haben Sie das aufgezählt. Sie verlagern das hinten in die Verwertung, meine Damen und Herren. Aber, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, aber das Urteil hat auch gesagt vom EuGH, Sie müssen differenzieren, zum Beispiel bei Berufsgeheimnisträgern. Was sagen Sie uns in den Ausschüssen?
Na ja, dann hört man halt in das Gespräch rein und dann wird man schon rausfinden, ob es ein Anwalt oder ein Abgeordneter ist. Meine Damen und Herren, in dem Augenblick haben die oder man liest, Entschuldigung, das war, man guckt sich die Dinge an und stellt später fest, dass es zu und so weiter gehört, meine Damen und Herren. Aber in dem Augenblick sind die Daten vorhanden und da hilft mir nicht, dass gesagt wird, das dürfte am Ende nicht verwertet werden für eine Urteilsbegründung. Sie sagen, technisch ginge das nicht. Wir leben im 21. Jahrhundert, Billionen Daten werden verarbeitet. Sie sagen, es geht nicht. Es ginge nicht mal, den Deutschen Bundestag rauszunehmen mit seinen Anschlüssen, meine Damen und Herren. Das glauben Sie doch selbst nicht. Ich sage Ihnen, dieses Gesetz widerspricht dem Bundesverfassungsgericht, der EuGH-Rechtsprechung, wie sie bekräftigt wurde bei Safe Harbor. Das, was Sie hier machen, ist weder erforderlich noch geeignet noch verhältnismäßig, meine Damen und Herren. Und deshalb kann man, um die Freiheit dieses Landes zu schützen, dieses Gesetz heute nur ablehnen. Wer die Sicherheitsideologie so weit treibt, dass er die Freiheit opfert, hat am Ende weder Sicherheit noch Freiheit. Und das wollen wir nicht. Renate Künast, die Vorsitzende des Rechtsausschusses, hat in ihrem Beitrag vor allem noch mal hingewiesen auf die Position von Bundesjustizminister Maas, der noch Anfang des Jahres gänzlich gegen eine Vorratsdatenspeicherung gewesen ist, dann aber auf die Haltung seines Parteivorsitzenden eingeschwenkt ist, wie sich die SPD ja insgesamt sehr schwer getan hat mit diesem Gesetz. Jetzt der Minister selbst. Meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf geben wir Justiz und Polizei bei schwersten Straftaten ein zusätzliches Instrument an die Hand. Und wir geben es ihnen an die Hand, um dabei mitzuhelfen, dass Straftaten wie Mord, Totschlag, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung besser aufgeklärt werden können und damit auch weitere Straftaten dieser Straftäter verhindert werden können. Und das sind die Rechtsgüter, die wir miteinander abwägen. Das ist ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, aber in der Abwägung der Rechtsgüter kommen wir zu dem Ergebnis, auch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass dieser Eingriff nicht nur verhältnismäßig, sondern auch zulässig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er ist auch verhältnismäßig, weil weniger Daten gespeichert werden, weil sehr viel kürzer gespeichert wird und weil der Zugriff auf die Daten deutlich erschwert worden ist. Nicht gespeichert wird der Inhalt von Telefongesprächen, welche Internetseiten aufgerufen werden. Und jetzt auch werden sämtliche E-Mails ausgenommen. Es wird nicht gespeichert, wann eine E-Mail gesendet oder empfangen worden ist. Und außerdem werden die Standortdaten nur noch 4 Wochen erfasst, alle übrigen Daten 10 Wochen. Danach müssen sie gelöscht werden. Und meine Damen und Herren, damit werden wir der höchstrichterlichen Rechtsprechung vollumfänglich gerecht. Schließlich haben wir auch den Katalog der Straftaten, bei deren Verfolgung die Daten genutzt werden dürfen, stark eingeschränkt. Die Anzahl der Delikte haben wir halbiert. Und meine Damen und Herren, kann man ganz einfach nachzählen, Frau Künast. Meine Damen und Herren, ich möchte aber insbesondere auf 3 Aspekte eingehen, die in der Beratung noch eine besondere Rolle gespielt haben. Erste ist die schon angesprochene Stellungnahme der Europäischen Kommission. Ich bin ein bisschen verwundert, wie intensiv die Europäische Kommission sich anscheinend mit diesem Thema in der Lage ist, auseinanderzusetzen, aber dennoch gleichsam anscheinend sich nicht in der Lage sieht, eine neue Richtlinie auf den Weg zu bringen, dass die Dinge vielleicht in Europa etwas einheitlicher geregelt werden können. Aber nichtsdestotrotz, die Kommission hat kritisiert, dass wir in dem Gesetzesentwurf vorsehen, dass die erhobenen Daten ausschließlich in Deutschland gespeichert werden dürfen. Und die Kommission meint, es müsste eben auch zulässig sein, und zwar aus Wettbewerbsgründen. Das hat nichts mit Datenschutz zu tun, sondern ganz im Gegenteil sogar, wie wir finden. Aus Wettbewerbsgründen müssen die Daten auch in anderen Mitgliedstaaten der EU gespeichert werden können. Meine Damen und Herren, es ist sicherlich nicht nur so, dass es in Deutschland Datenschutz gibt. Aber der Europäische Gerichtshof hat erst vor wenigen Tagen mit seinem Urteil zu Safe Harbor Abkommen für ungültig erklärt und hat mit diesem Urteil sehr deutlich gezeigt, dass Brüssel
mit dem Datenschutz bisher vielleicht doch etwas zu leichtfertig umgegangen ist. Und das heißt für uns Folgendes: Es bleibt dabei, deutsche Daten sind ausreichend und gut geschützt. Und das können wir auch nur gewährleisten im Zusammenhang mit den Höchstspeicherfristen, wenn die Daten in Deutschland weiterhin gespeichert werden. Wir können diese Daten und wir können es vor allen Dingen auch nicht rechtssicher nachvollziehen, wenn diese Daten im Ausland auf Servern liegen, wie sie dort von Behörden, der Polizei, von Diensten abgegriffen werden. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, an dieser Stelle den Gesetzesentwurf trotz der Einwendung der Kommission nicht zu verändern. Der zweite Punkt ist auch schon hier angesprochen worden, nämlich der Schutz des Berufsgeheimnisses. Für Personen oder Institutionen, die anonyme Hilfe und Beratung anbieten, stellen wir sicher, dass Verbindungsdaten zu ihren Anschlüssen überhaupt nicht gespeichert werden. Das betrifft Telefonseelsorge oder ähnliche Einrichtungen. Wichtig ist dabei noch einmal klarzustellen, viele andere Berufsgruppen, bei denen es ein Berufsgeheimnis auch zu wahren gilt, arbeiten aber eben nicht anonym. Rechtsanwälte arbeiten nicht anonym. Sie können auch gar nicht anonym arbeiten. Das Berufsgeheimnis will hier nicht die Anonymität schützen, sondern ein besonderes Vertrauensverhältnis zum Mandanten oder bei Ärzten zum Beispiel auch zum Patienten. Und deshalb schreiben wir für alle Berufsgeheimnisträger ins Gesetz, dass ein umfassendes Erhebungs- und Verwertungsverbot also auf der Zugriffsebene gilt. Und solche Verbote kennt das Gesetz auch schon heute, zum Beispiel bei so gravierenden Eingriffen wie der akustischen Wohnraumüberwachung. Auch dort bietet das Erhebungs- und Verwertungsgebot umfassenden Schutz. Es ist auch bisher nicht kritisiert. Und genau diesem Schutz wird es auch zukünftig bei den Verkehrsdaten geben. Auch das ist in unserem Gesetz so gesichert. Meine Damen und Herren, der dritte Aspekt, das ist der neue Straftatbestand der Datenhehlerei. Und darüber ist ja auch einiges geschrieben worden in den letzten Wochen. Wenn wir einerseits den Pool gespeicherter Daten erweitern, dann müssen wir andererseits diese Daten auch in Zukunft wirksamer schützen. Das sind wir nicht nur Betroffenen schuldig, sondern das ist eine Erkenntnis mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft, an der wir uns nicht vorbeimogeln können. Der Vorwurf, damit würden auch Whistleblower kriminalisiert, der trifft nicht nur nicht zu, er ist völlig falsch und an den Haaren herbeigezogen. Datenhehlerei gilt nur für gestohlene Daten, die zum Beispiel durch einen Hackerangriff erbeutet werden. Ein Whistleblower besitzt aber in der Regel seine Informationen völlig rechtmäßig. Der entscheidende Punkt bei ihm ist die Weitergabe der Informationen. Und diese Weitergabe ist aber weder für den Whistleblower eine Datenhehlerei noch für denjenigen, der die Information entgegennimmt. Das ist eigentlich relativ einfach nachvollziehbar. Wir stellen auch noch außerdem sicher, dass Journalisten durch den neuen Straftatbestand überhaupt nicht beeinträchtigt werden. Ihre Tätigkeit wird von diesem Straftatbestand überhaupt nicht erfasst. Und das schreiben wir sogar explizit ins Gesetz. Und dabei ist es nicht erforderlich, dass der Journalist schon bei der Beschaffung der Daten eine konkrete Veröffentlichung vor Augen oder einen Artikel in der Schublade hat. Geschützt werden zwar nicht die rein privaten Aktivitäten eines Journalisten, aber es reicht auch aus, wenn die Handlungen der Recherche dienen und in eine Veröffentlichung nur münden können. Und insofern ist vieles, was zu dem Thema in den letzten Wochen gesagt und veröffentlicht worden ist einfach völlig falsch und ich bitte, das einfach mal zu berücksichtigen. Und damit es auch wirkt, ist der Tatbestandsausschluss nicht nur für hauptberufliche Journalisten, sondern er schützt auch freie Mitarbeiter, er schützt auch nebenberufliche Journalisten und auch Blogger können sich grundsätzlich darauf berufen. Das heißt, es gibt an der Stelle keine Schutzlücke. Meine Damen und Herren, der Bundestag hat an einer Stelle mit seinen Beratungen den Gesetzesentwurf an einer wichtigen Stelle ergänzt. Er hat nämlich eine verbindliche Evaluierung vorgesehen. Und ich glaube, dass das eine sehr vernünftige Ergänzung ist, weil ja auch darüber diskutiert wird, was die Speicherung von Daten überhaupt nutzt. Wenn es die Evaluierung gibt
Und wenn sie ausgewertet wird, dann wissen wir, welche Kosten dabei anfallen und wir sehen dann, ob und wie diese Daten den Ermittlern auch tatsächlich helfen. Und wenn die Evaluierung vorliegt, dann werden wir auch diese Debatte sicherlich führen können, aber eben auf einer vernünftigen empirischen Grundlage, die es bisher noch nicht gibt. Und meine Damen und Herren, ich danke den Abgeordneten des Bundestags für diese Ergänzung, auch für die sicherlich nicht immer einfachen Beratungen und will in diesen Dank auch die Mitarbeiter meines Hauses einschließen, denen wir in diesem Verfahren auch einiges an Arbeit abverlangt haben. Herzlichen Dank. Bundesjustizminister Heiko Maas mit seinen Einlassungen zum neuen Vorratsdatenspeicherungsgesetz. Er sagt, Datenhehlerei gilt nur für gestohlene Daten, nicht für sogenannte Whistleblower, also Informanten aus Behörden oder Firmen, die Infos von dort weitergeben. Edward Snowden hätte demnach keine Datenhehlerei begangen, möglicherweise aber die, die seine Daten wiederum weitergegeben haben. Ein spannendes Feld, das sicher noch nicht zu Ende diskutiert ist. Und dazu beitragen wird jetzt Konstantin von Notz für die Grüne Fraktion. Und Bewegungsdaten aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auf Vorrat stellt einen rechtsdogmatischen Dammbruch per excellence dar. Und deswegen gehört er auf den Müllhaufen der Geschichte und nicht hier wieder ins Parlament. Und Herr Maas, wirklich, Sie halten hier diese lapidare Rede, machen sich über Veröffentlichungen, die es gegeben hätte, sozusagen, das sei alles komisch, was da so veröffentlicht worden wäre. Sie benennen nicht den EuGH und nicht das Bundesverfassungsgericht. Ich lese Ihnen mal Ihre eigene Veröffentlichung vor. Sie haben, Gott sei Dank, bei Twitter mal was Richtiges gesagt, nämlich die Vorratsdatenspeicherung lehne ich entschieden ab. Sie verstößt gegen das Recht auf Privatheit und Datenschutz. Kein deutsches Gesetz und keine EU-Richtlinie. Das war Ihre Aussage und das war richtig. Und jetzt erzählen Sie hier lapidar das Gegenteil. Ich sage Ihnen mal, das ist sozusagen schlecht für Sie. Das bricht Ihnen das Rückgrat, aber auch Ihrem Haus, das jahrelang gegen dieses Instrument gearbeitet hat. Ja? Das haben Sie an das Bundesinnenministerium verkauft und das ist das Letzte. So, das letzte Mal haben wir hier gestanden und haben diskutiert, da haben Sie gesagt, das muss umgesetzt werden. Das ist ein schwieriges Gesetz, aber das müssen wir machen, denn es gibt ja diese EU-Richtlinie. Jetzt stehen wir hier, nachdem zwei höchste Gerichte gesagt haben, das ist verfassungswidrig, und jetzt sagen Sie, es gibt keine EU-Richtlinie, deswegen muss das umgesetzt werden. Ihnen ist jedes Argument recht, aber das ist eben unseriös. Die Vorratsdatenspeicherung ist nicht nur Gift für unsere Demokratie, sie ist auch Gift für unsere Wirtschaft. Nach der Bundesnetzagentur sind ca. 3.000 kleine Anbieter betroffen. Die genauen Kosten sind unabsehbar, pro Betrieb aber ungefähr bei den Kleinstanbietern über 100.000 Euro. Das heißt, sie machen auch noch die Kleinstanbieter platt. Das, was Sigmar Gabriel versucht, im Wirtschaftsministerium hochzupuzzeln gegen die Megagiganten aus den USA für Wettbewerb, das reißen Sie hier mit dem Hintern wieder ein. Das geht alles überhaupt nicht. Da hilft Ihnen auch kein IT-Gipfel. Die Datenhehlerei. Ja, das ist doch wirklich unfassbar. Vor wenigen Wochen haben wir hier, Herr Maas, unter Ihrer fröhlichen und traurigen Beteiligung den Landesverratsskandal. Ja, und jetzt bringen Sie hier ein Gesetz ein, das Whistleblower in einen, ich sag mal, Graubereich stellt. Ja, Sie versuchen, die Journalistinnen und Journalisten auszunehmen, aber der 202d ist eben als Daten, als Straftatbestand unzureichend klar formuliert. Nur ein Beispiel. In der Begründung Ihres Gesetzes steht, dass bei der Schädigung ein immaterieller Nachteil zum Zwecke der öffentlichen Bloßstellung im Internet genügen soll. Na, herzlichen Dank. Das heißt also, nur bei der Kohl-Spenden-Affäre schon, ja, wäre ja ein immaterieller Nachteil in der öffentlichen Bloßstellung möglich. Schon da in diesem Bereich kriminalisieren Sie. Das geht nicht und das lehnen wir ab. Das schadet sozusagen dem, was wir brauchen. Wir brauchen Whistleblower-Schutz und unklare Strafgesetze sind eben gefährlich. Sie schaffen die dem Gesetzgeber zuzurechnende Gefahr in diesem Fall von Ermittlungen gegen Journalisten und Whistleblower und wahrscheinlich sogar von Fehlurteilen. Und diese Einschüchterung, die
zwangsläufig, und so ist es ja von der Union auch gemeint, zu Chilling-Effekts führen, dadurch, dass sich Leute nicht mehr trauen, Informationen weiterzugeben. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir heute brauchen, meine Damen und Herren. Zum Schluss ein Wort zu der Sozialdemokratie. Ja. Jetzt wird's traurig. So. Also, Herr Oppermann, da lacht sogar die Union. Herr Oppermann hat ja nach Snowden, war ja Wahlkampf und so, ne, hat Herr Oppermann gesagt, Vorratsdatenspeicherung muss die Sozialdemokratie gänzlich neu bewerten. Gänzlich neu bewerten. Ja, genau. Die SPD wolle, jetzt wird es noch fröhlicher, die neue Bürgerrechts- und Internetpartei werden, dass ich nicht lache. So, und dann hat Sigmar Gabriel aus reinstem politischen Opportunismus diese ganze Überlegung, man müsste irgendwie mehr für die Bürgerrechte machen, abgeräumt zulasten seines Ministers. Und das zeigt eben, wie hoch der Stellenwert ist. Bei Ihnen ist beim Thema Bürgerrecht auf Sie ist nicht Verlass. Und das ist wirklich hochbedauerlich, vor allen Dingen, nachdem Sie mit den gleichen Argumenten das letzte Mal schon angetreten sind und von zwei höchsten Gerichten korrigiert werden mussten. Und wenn man die Freiheitsrechte der Menschen und der Verfassung zu Leibe rückt, wie Sie das tun, wie die GroKo das jetzt tut, dann hat man schon verloren, wenn einem offenbar jedes Argument recht ist. Und deswegen sage ich Ihnen hier heute, wir werden gegen dieses Gesetz klagen. Da haben wir gute Chancen. Ja? Und wir werden versuchen, das auf diesem Wege zu verhindern. Wer gutwillig ist mit der Großen Koalition, der kann sagen, das letzte Mal ist Ihnen das so durchgerutscht, das war grob fahrlässig, meine Damen und Herren. Diesmal gehen Sie vorsätzlich gegen das Grundgesetz vor, und dagegen werden wir uns wehren. Ganz herzlichen Dank. Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender bei Bündnis 90 Die Grünen, hat hier noch mal bestätigt, was schon ein wenig bekannt war, dass die Grünen nämlich klagen wollen gegen dieses Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und von Notz hat sich auch noch mal etwas länger beschäftigt mit der Position der SPD, die in Sachen Vorratsdatenspeicherung nicht immer so war, wie sie jetzt ist. Nächster Redner für die Unionsfraktion, Volker Ulrich. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben im Gegensatz zu Ihnen, meine Kollegen von Bündnis 90 Grüne, eine intensive und sachliche Debatte über die Einführung von Speicherpflichten von Verkehrsdaten geführt. Und um ein Missverständnis aufzuräumen, das in der öffentlichen Debatte immer wieder aufkommt, möchte ich es hier heute klarstellen. Der Staat speichert nicht. Der Staat legt keine staatliche Datensammlung an. Wir verpflichten durch das heutige Gesetz die Telekommunikationsanbieter, Verbindungsdaten für 10 Wochen, IP-Adressen und die Anrufkennungen ebenfalls für 10 Wochen zu speichern. Standortdaten von Mobiltelefonen werden für 4 Wochen gespeichert. Und um ein weiteres Missverständnis auch aus der Welt zu schaffen: Diese Speicherung wird im Wesentlichen nicht neu begründet, sondern die Telekommunikationsanbieter halten diese Daten bereits vor, zu Rechnungszwecken oder zu Wartungs- und Reparaturzwecken. Und auch bereits jetzt können Strafverfolgungsbehörden nach richterlichem Beschluss auf diese Daten zugreifen. Nur hängt es im Augenblick vom Zufall ab, ob die Daten noch gespeichert sind oder nicht. Und ich sage Ihnen ehrlich, Zufälligkeit ist für uns kein gültiges Rechtsprinzip. Wann darf der Staat auf diese Daten zugreifen? Er darf nur dann zugreifen, wenn es der Aufklärung oder Verhinderung schwerster und allerschwerster Straftaten dient, wenn es um die Gefahrenabwehr von terroristischen Anschlägen, um den Bestand des Bundes oder Länder geht. Dieser Zugriff darf nur erfolgen nach richterlichem Beschluss im Einzelfall. Die Daten von Berufsgeheimnisträgern unterliegen einem absoluten Verwertungsgebot. Und warum brauchen wir das? Wir brauchen es, weil sich im Bereich
beispielsweise des Kindesmissbrauchs und der Kinderpornografie, Ermittlungsansätze beinahe nur noch in der digitalen Welt finden lassen. Wir brauchen es, weil wir bei Mord und Totschlag oftmals durch die Funkzellen feststellen können, wer hat sich denn im Umfeld eines Tatorts aufgehalten. Wir brauchen es, um Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Und wir brauchen es auch, um möglichen Hinweisen auf islamistische, rechtsextreme und andere Attentate nachzugehen. Der wehrhafte Rechtsstaat braucht diese Instrumente. Viele Delikte vollziehen sich heute in der digitalen Sphäre. Und dieses Gesetz trägt dazu bei, eine digitale Spurensicherung sicherzustellen. Das Gesetz eröffnet nicht alle Möglichkeiten für Strafverfolgungsbehörden. Es schafft aber im begrenzten Umfang zumindest Chancengleichheit mit Verbrechern. Es behebt Defizite in der Strafverfolgung. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir wollen nicht, dass Verbrecher ihre Taten mit Smartphones ausführen und planen und, wenn es nach Ihnen ginge, Strafverfolgungsbehörden noch Schreibmaschine und Kohlepapier hätten. Dieses Gesetz wahrt auch einen hohen Standard an Datenschutz. Es wird der Stand der Technik des Jahres 2015, 16 und 17 zugrunde gelegt, bei der Speicherung und beim Abruf der Daten. Die Daten sind im Inland zu speichern. Und da rufe ich auch der Kommission zu, wie wir die Frage unserer Sicherheit und Ordnung gestalten, ist eine Frage der inneren Sicherheit, nicht des Wettbewerbs und nicht des Binnenmarkts. Und auch in diesem Gesetz ist geregelt, dass diese Daten eine Woche nach Ablauf der Frist zwingend zu löschen sind. Und dass die Telekommunikationsanbieter, die gegen diese Löschungspflicht verstoßen, teilweise hohe Bußgelder riskieren. Das ist ein Goldstandard des Datenschutzes, meine Damen und Herren. Auch um Missverständnissen vorzubeugen, sei auf das Bundesverfassungsgericht hingewiesen. Das Bundesverfassungsgericht hat die damalige Regelung des Jahres 2007 für verfassungswidrig erklärt, weil wir in einigen Punkten zugegebenermaßen nicht präzise genug waren. Es hat aber nicht gesagt, dass die Speicherung von Verbindungsdaten per se verfassungswidrig ist. Wer das sagt, nimmt das Verfassungsgericht in eine Geiselhaft, die nicht anständig ist. Im Gegenteil. Das Bundesverfassungsgericht hat einen rechtlich zulässigen Rahmen aufgezeigt, in welchem eine Speicherung und ein Abbrauch von Verbindungsdaten zulässig ist. Wir halten uns nicht nur an diesen Rahmen, sondern wir bleiben weit hinter dem zulässigen Rahmen zurück. Und auch bei der Frage der Erforderlichkeit hat das Verfassungsgericht ganz deutlich gesagt, ich zitiere, der Gesetzgeber darf eine sechsmonatige Speicherung der Telekommunikationsdaten auch als erforderlich beurteilen. Und mich ärgert in diesem Zusammenhang, dass manchmal im Bereich der Sprache Sie sehr unsensibel umgehen. Im Vorfeld ist viel gesprochen worden von Massenüberwachung, von Generalverdacht. Sie können ein Gesetz mit Argumenten zutreffend oder auch weniger zutreffend kritisieren oder hinterfragen. Gar keine Frage. Aber im Bereich der Sprache haben Sie auch eine Verantwortung, sensibel mit Begriffen umzugehen. Und wer bei rechtsstaatlichen engen Ermittlungsansätzen von Überwachung spricht, der ist geschichtsvergessen. Meine Damen und Herren. Herr Kollege, Herr von Notz begehrt eine Zwischen. Lassen Sie nicht zu. Okay. Wir haben festzustellen, dass dieses Gesetz selbstverständlich in engen Grenzen einen Grundrechtseingriff bedeutet. Das ist gar keine Frage. Das haben wir auch nie bestritten und wir gehen mit diesem Umstand sehr verantwortungsvoll um. Aber die Ziele dieses Gesetzes haben ebenfalls einen hohen Verfassungsrang. Es ist von hohem Verfassungsrang,
schwere und schwerste Straftaten gleichmäßig aufzuklären. Es ist von hohem Verfassungsrang, Gefahren für Leib und Leben abzuwenden. Es ist von hohem Verfassungsrang, auch den Opferschutz sicherzustellen. Wir stellen den Täterschutz nicht über den Opferschutz, sondern für uns sind die Opfer wichtig und wir kümmern uns um die Opfer, indem wir schwere und schwerste Straftaten aufklären. Und es gibt eben keinen Gegensatz von Freiheit und Sicherheit in dieser Frage. Ganz im Gegenteil. Freiheit und Sicherheit bedingen sich. Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Mit diesem Gesetz wird ein Stück notwendige Freiheit begründet, weil wir Gefahren, die es heute gibt, zumindest aus dem Weg schaffen oder dafür sorgen, dass schwerste Straftaten aufgeklärt werden. Wir übernehmen mit diesem Gesetz Verantwortung für die Freiheit, für die Sicherheit und für die Menschen in diesem Land. Deswegen empfehle ich Zustimmung zu diesem Gesetz. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention erteile ich dem Abgeordneten von Notz das Wort. Sorry, Christian. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich wollte auf den doch sehr harten Vorwurf der Geschichtsvergessenheit kurz zu sprechen kommen. Das kann man so leider nicht im Raum stehen lassen, Herr Kollege Ulrich. Ich sage Ihnen mal, die Menschenrechte und die Grundrechte, die wir in unserer Verfassung stehen haben, die sind vor allen Dingen eine Lehre aus einer schlimmen, schlimmen Diktatur, in der der Staat massiv übergriffig gegen seine Bürgerinnen und Bürger war, auf schlimmste Weise. Dazu kommt eine grauenvolle Diktatur, die wir im Osten dieses Landes lange hatten. Und deswegen haben wir Grund- und Bürgerrechte, die uns gegen den Staat, das sind Abwehrrechte gegen den Staat, schützen. Und jetzt könnten Sie sagen, das ist irgendwie eine grüne Mindermeinung. Nur Sie haben ja mit denselben Argumenten vor ein paar Jahren dieses Gesetz hier schon mal eingebracht und uns haben zwei höchste Gerichte recht gegeben in unserer Auffassung, dass Sie diese Linien, die die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes gezogen haben, überschritten haben. Und deswegen sind Sie geschichtsvergessen und wir lassen uns diesen Vorwurf nicht gefallen. Mögen Sie noch mal antworten? Herr Kollege Dr. von Notz, Sie haben offenbar das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht gelesen. Das Verfassungsgericht nimmt eine sehr kluge Abwägung vor zwischen Freiheitsrechten einerseits und dem notwendigen Anspruch des Staates, Straftaten aufzuklären und damit Sicherheit zu gewährleisten. Und Grundrechte stehen immer in einem Spannungsverhältnis. Und der wehrhafte Rechtsstaat hat die Aufgabe, dieses Spannungsverhältnis aufzulösen. Und für uns steht bei dieser Auflösung der Opferschutz im Mittelpunkt, weil es nicht sein kann, dass in einer digitalen Welt der wehrhafte Rechtsstaat auf dieses Ermittlungsinstrument verzichtet und damit schwerste Straftaten unaufgeklärt bleiben. Das ist unser Anspruch. Die Antwort von Volker Ulrich auf die Kurzintervention von Konstantin von Notz. Jetzt geht es hier in der regulären Reihenfolge weiter und deswegen kommt jetzt Christian Fliesek ans Rednerpult aus der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, nahezu zum Schluss der heutigen Debatte lohnt es sich durchaus, noch einmal auf, wenn man so will, die Geschäftsgrundlage unserer Diskussion hier zu blicken und sie sich noch einmal klarzumachen. Wir haben im Jahre 2010 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bekommen, das wegen Verstoßes gegen das Fernmeldegeheimnis die damalige alte Regelung zur Vorratsdatenspeicherung für nichtig erklärt hat. Wir haben 4 Jahre später ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes bekommen, das die zugrunde liegende Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung wegen Verstoßes gegen die Grundrechtscharta für unwirksam erklärt hat. Aber meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Wahrheit der Analyse gehört eben auch, dass keines der beiden Urteile, und der Kollege Dr. Ulrich hat darauf zu Recht hingewiesen, dass keines der beiden Urteile eine Regelung zur Speicherung von Kommunikationsverkehrsdaten per se für unzulässig erklärt hat. Das ist auch die Wahrheit. Und meine Damen und Herren, beide Urteile sehen einen sehr engen
einen klar umrissenen Möglichkeitsraum für eine solche Regelung vor. Das ist, wenn Sie so wollen, die Geschäftsgrundlage, die wir seit 2014 vorfinden. Und damit war auch klar, dass die Debatte um eine Wiedereinführung einer wirksamen und rechtskonformen gesetzlichen Regelung nicht beendet war. Und ich füge hinzu, insbesondere nicht in Zeiten, in denen wir durchaus eine Bedrohungslage durch terroristische Anschläge haben, wie zuletzt in Paris Anfang des Jahres auf die Redaktionsräume von Charlie Hebdo. Man kann das ignorieren. Man kann das ignorieren. Aber ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger erwarten auch von uns, dass wir auch diese Interessen und diese Belange hier aufmerksam, sachlich diskutieren und dass sie auch hier eine Rolle spielen. Wir haben jetzt hierzu in den letzten Monaten eine intensive Debatte geführt, auch in meiner Partei. Und ich sage das mit Stolz. Meine Damen und Herren, das ist keine Schwäche. Das ist eine Stärke der Sozialdemokratie, dass wir uns bei diesen Fragen mit einer intensiven Debatte auseinandersetzen. Das ist im Übrigen einer der Gründe, warum wir seit 152 Jahren existieren. Herr Kollege, der Kollege Ströble würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Lassen Momentan nicht. Momentan nicht. Lässt er nicht zu. Bitte schön, fahren Sie fort. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kunst war es jetzt, diesen verbliebenen Möglichkeitsraum so auszuloten, dass unter der strikten Achtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben, unter Wahrung der Grundrechte und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit er ausgefüllt wird. Die einzelnen Stellschrauben der Regelung waren so auszutarieren, dass eine wirksame, aber vor allen Dingen eine grundrechtsschonende Regelung dabei herauskommt. Und es ist der SPD zu verdanken und es ist vor allen Dingen auch dem Bundesminister Maas zu verdanken, dass dies in dieser Form gelungen ist. Ich bin davon überzeugt, dass unter anderen zeitlichen Voraussetzungen oder auch unter anderen politischen Verhältnissen dieses Gesetz eine ganz und gar andere Handschrift tragen würde. Es trägt in dieser Form, wie wir es jetzt vorfinden, eine sozialdemokratische Handschrift. Und das ist gut so. Die Tonlage dieses Gesetzes ist eine ruhige und keine hitzige. Und es ist eine abwägende und keine überdrehte Tonlage. Und, meine Damen und Herren, wir wissen auch aus der öffentlichen Anhörung, dass die Forderungen aus Sicherheitskreisen sehr viel schärfer waren. Wir haben aber auch gesagt, Sicherheitspolitik ist kein Wunschkonzert, sondern es ist gerade das Geschäft eines Abwägens mit Augenmaß. Und deswegen kann ich sagen, vor uns liegt heute der mit Sicherheit grundrechtsschonende Ansatz, den wir jemals, zumindest in Europa, auf jeden Fall auch in Deutschland, zu Speicherfristen gesehen haben. Und Herr Bundesminister Maas hat diesen Gesetzentwurf bereits in seinen Einzelheiten vorgestellt. Und lieber Kollege von Notz, ich meine, wir haben, verbringen viel Zeit miteinander, im Untersuchungsausschuss zum Beispiel, ja, gestern jeden Donnerstag, sehr, sehr lange. Wir teilen nicht jedes Argument. Ich höre deinen oder deinen Reden auch sehr intensiv zu. Aber ich würde nie sagen, dass das eine lapidare Rede ist. Und ich würde manchmal mir wünschen, dass wir gerade auch bei den Debatten, die hier besonders hitzig geführt werden, man sich in der Tonlage nicht vergreift, insbesondere wenn man selber mit Interventionen klarmacht, dass man sehr viel Wert auf die Wahl von Begriffen legt, wie du das gerade getan hast. Meine Damen und Herren, es bleibt zusammenfassend festzustellen, diese Regelung sieht vor, es werden erheblich weniger Daten gespeichert. Es wird sehr viel kürzer gespeichert und vor allen Dingen es wird unter sehr viel strengeren Voraussetzungen gespeichert und es wird vor allen Dingen im Inland gespeichert. Und Frau Künast, lassen Sie mich eins sagen, Sie benutzen ja nahezu jedes Urteil irgendwie, um das auf Ihre Linie zu bringen. Das Safe-Harbor-Urteil, das wird, wenn Sie so wollen, in diesem Gesetzentwurf geradezu vorweggenommen, eben weil wir eine von der EU-Kommission durchaus strittig diskutierte, aber weil wir eine Regelung im Inland vorsehen. Wir sagen, genau aus diesem Grund, aus diesen Gründen, wie sie im Safe-Harbor-Urteil drinstehen, sagen wir, wir wollen, dass die Daten im Inland gespeichert werden. Und wir stellen uns da auch mit diesen selben Argumenten der Kommission entgegen. Ich finde, das ist gut.
Und Frau Künast, eines will ich auch sagen, was ich nicht verstehen kann, ist, wenn Sie als Vorsitzende des Rechtsausschusses behaupten, als jemand, der das gesamte Verfahren jetzt begleitet hat, hier würde ein Gesetz im Schweinsgalopp, im Eiltempo durch den Bundestag gepeitscht werden. Noch dazu, man würde die Flüchtlingskrise ausnutzen, um dieses Gesetz jetzt unterzubringen. Liebe Frau Künast, ich sage Ihnen ganz offen, ich verstehe das nicht. Die Eckpunkte liegen seit dem 15. April vor. Wir haben den ganzen Sommer über darüber debattiert. Wir haben eine öffentliche Anhörung gehabt. Wir haben eine sachliche erste Lesung hier gehabt. So ein Beitrag, Frau Künast, ist ein Beitrag zur Politverdrossenheit. Und ich finde das von der Vorsitzenden des Rechtsausschusses nicht in Ordnung. Die Zeit. Ich möchte zum Schluss kommen. Meine Damen und Herren, man muss kein euphorischer Anhänger der alten Vorratsdatenspeicherung gewesen sein, um dennoch diesem Gesetzentwurf zur Regelung der Höchstspeicherfristen heute mit gutem Gewissen zustimmen zu können, weil es ein Gesetz mit Augenmaß ist. Herzlichen Dank. Ein Plädoyer für das neue Gesetz von Christian Fliesek aus der SPD-Fraktion. Und noch mal heftige Kritik an den Beiträgen der Grünen hier in dieser Debatte. Und es gibt eine Kurzintervention von Hans-Christian Ströbele. Herr Kollege Fliesek, leider haben Sie meine Frage nicht zugelassen. Ich höre genau zu, auch wenn Sie reden. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie diese grauenhafte Tat in Paris hier missbrauchen zur Begründung dieser Vorratsdatenspeicherung. Herr Kollege Fliesek, Sie sind genauso wie ich bestens darüber informiert, dass die Täter dieses Anschlages vorher der Polizei nicht nur bekannt waren als Gewalttäter, sondern auch legitim abgehört worden sind und sämtliche Überwachungsmaßnahmen gegen sie angewandt worden ist. Der eine war lange im Gefängnis. Sie waren vorbestraft, einschlägig vorbestraft. Das heißt, gerade das ist ein Beispiel, warum man Vorratsdatenspeicherung nicht braucht, wenn man seine Pflicht tut. Die Kollegin Künast hat darauf hingewiesen, die ganz normalen Ermittlungsmaßnahmen gegen Verdächtige auch konsequent durchzuführen. Sie sollten sich schämen, wenn Sie diese Argumentation jetzt für diese Vorratsdatenspeicherung missbrauchen wollen. Würden Sie noch mal antworten? Bitte schön, Herr Abgeordneter Fliesek. Herr Kollege Ströbele, schämen tue ich mich gar nicht. Wenn es nach Ihnen ginge, müssten wir uns jede Stunde im Untersuchungsausschuss immer wieder schämen. Das ist nicht meine Wortwahl. Das sage ich Ihnen ganz offen, das ist nicht meine Wortwahl. Und mein Eindruck ist der, den kann ich Ihnen mal wiedergeben. In meinem Wahlkreis, wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern rede, ich komme aus Passau, da sind... Momentan ist das einer, wenn Sie so wollen, der Begriff ist schon anderweitig verwendet, aber ist sicherlich in der Flüchtlingskrise einer der Hotspots. Und ich kriege von sehr vielen Menschen, auch von denen, die sehr hilfsbereit sind und die Bereitschaft haben, Menschen aufzunehmen, kriege ich momentan aus allen politischen Lagern sehr viele Bedenken und Ängste signalisiert. Wenn Sie mir dann vorwerfen, dass ich hierher gehen würde und würde unter Verweis, und das war ein sachlicher Verweis auf eine terroristische Bedrohungslage, die vielleicht sogar selbst Sie nicht negieren können, wenn Sie mir dann vorwerfen, ich würde das missbrauchen, dann verkennen Sie, glaube ich, völlig die Stimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land. Und ich sage Ihnen auch, ich kann diesen Ansatz von Ihnen überhaupt nicht teilen. Ein Disput zwischen Christian Fliesek und Hans-Christian Ströbele, die aber partiell dann doch nicht so recht aufeinander eingegangen sind. Nächster Redner ist Patrick Sensburg, Mitglied im Rechtsausschuss und durch den NSA-Untersuchungsausschuss, dessen Vorsitzender er ist, mit Datensicherheitsfragen durchaus vertraut. Sie tarnen, Sie blenden in einer Argumentation bei diesem Gesetz und Sie schüren damit die Ängste unserer Bevölkerung, indem Sie mit Inhalten und mit einzelnen Punkten, die Sie hier erwähnen, immer wieder falsche Dinge berichten. Frau Künast aus Ihrer Fraktion, Herr Kollege von Notz, so laut können Sie gar nicht schreien, um Ihre Dinge wieder richtig zu machen. Frau Künast, Sie haben eben gesagt, man hört die Gespräche mit.
Sie haben sich dann korrigiert, aber ich traue Ihnen, nein, ich habe es wörtlich mitgeschrieben, man hört ins Gespräch rein, war Ihre Formulierung. Und Sie wissen genau, dass man das nicht tut. Sie sagen immer wieder, es werden Inhaltsdaten erhoben. Und der Minister hat es gerade richtig gestellt. Es werden keine Inhaltsdaten erhoben. Es werden keine Mails erhoben, keine Webseiten gespeichert. All das stimmt nicht. Der Kollege Ulrich hat es gerade ebenfalls richtig gestellt. Wir speichern nicht als Staat die Daten. Trotzdem behaupten Sie es immer wieder. Und von daher führen Sie diese Diskussion, diese Debatte unseriös. Sie spielen mit den Ängsten der Bürgerinnen und Bürger. Und auch in einer politischen Debatte muss man sich ein bisschen an die Wahrheitspflicht halten. Das gehört eben auch dazu, meine Damen und Herren. Und es ist richtig. Wir müssen den Ausgleich finden. Und dieser Ausgleich ist schwer, und die Koalition hat es sich nicht leicht gemacht, zwischen dem notwendigen Schutzinteresse, den Bürgerinnen und Bürger auch dann haben, dieses Interesse, wenn sie sich im Internet, in der digitalen Welt bewegen. Da besteht auch ein grundgesetzlicher Anspruch, dass der Staat den Schutz der Bürger gewährleistet. Und auf der anderen Seite, der Bundesminister hat es auch gerade erwähnt, den Schutz der informationellen Selbstbestimmung, also der digitalen Privatsphäre. Diese Balance, dieser Ausgleich muss stattfinden. Und der ist nicht leicht. Aber ich finde es manchmal wirklich ärgerlich, dass diejenigen, die sich einer Seite hingezogen fühlen, immer wieder lediglich mit ihren Interessen argumentieren. Die einen sagen, die Ermittlungsansätze, das steht über allem. Und die anderen sagen, es darf gar nichts im Internet angetastet werden und nehmen lieber im Kauf, dass Straftaten bleiben, dass Menschen geschädigt werden. Wenn wir diese Positionen jeweils nicht zur Einigung bringen, dann haben wir politisch versagt. Und da haben wir als Koalition gesagt, wir wollen diesen Gestaltungsanspruch wahrnehmen und haben dieses Spannungsfeld aufgelöst zu einem guten und ausgeglichenen Gesetz, meine Damen und Herren. Und dass dieses Spannungsfeld besteht, das haben die Gerichte, die eben zitiert worden sind, das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof, sehr dezidiert in ihren Urteilen und den Begründungen aufgezeigt. Sie haben gesagt, was einerseits als erforderlich angesehen werden kann durch den Gesetzgeber, haben nicht gesagt, dass die Vorratsdatenspeicherung per se unzulässig ist, sondern sie haben, insbesondere das Bundesverfassungsgericht, fast in einem Maßnahmenkatalog uns als Gesetzgeber aufgezeigt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit Vorratsdatenspeicherung rechtlich, verfassungsrechtlich und europarechtlich zulässig ist. Und der Minister und das Ministerium haben in einer sehr klugen Arbeitsweise und wir im Parlament jetzt in zweiter und dritter Lesung diese Voraussetzungen abgearbeitet und das Spannungsfeld zu einem Ausgleich gebracht. Und von daher glaube ich, dass wir heute einem klugen und guten Gesetz zustimmen können. Die Vorratsdatenspeicherung, und deswegen ist der Hinweis auf die vielen Fälle, und ich kann Ihnen, Frau Kollegin Wawczyniak, sicherlich gleich auch noch welche nennen, wenn es die Zeit zulässt. Vielleicht geben Sie ja mir die Möglichkeit, auf eine Frage zu antworten. Diese vielen Fälle, die tatsächlich bestehen, sind oft nur erste Ermittlungsansätze. Erste Ermittlungsansätze, um Hintermänner, um weitere Beteiligte in einem Geschehen zu finden. Denn es werden immer mehr Straftaten ausschließlich im Internet begangen. Und dann sind es sogar die einzigen Ermittlungsansätze, die wir haben. Und es kann doch nicht davon abhängen. Der Kollege Ulrich hat es auch gerade gesagt. Wenn es vom Provider, vom Teledienstanbieter abhängt, ob wir Straftaten ermitteln können. Und Frau Kollegin Wawczyniak, Sie haben ja was Richtiges gesagt in Ihrer Rede. Sie sagten, auch jetzt schon können Telekommunikationsanbieter Daten speichern, konnten und können. Aber sie machen es in einer großen Bandbreite, manche sehr lang für statistische Zwecke, manche sehr kurz, weil sie es zu bestimmten Dingen eben gar nicht mehr brauchen. Und um dieses zu vereinheitlichen, um Klarheit zu schaffen, schaffen wir ein Gesetz, was man eigentlich Gesetz zur Bekämpfung der Kriminalität im Internet nennen müsste. Denn darum geht es hier mit diesem Gesetz. Und Frau Künast, Sie haben einen Vorschlag gemacht, und den muss ich auch unter den Oberbegriff Tarnen, Täuschen, Blenden packen, Quick Freeze.
Ihnen muss doch auch klar sein, wir hatten doch die Debatte in der letzten Legislaturperiode, dass man nur etwas freezen kann, wenn man es vorher gespeichert hat. Wenn Sie damit also sagen, Sie wollen es erst speichern, dann sind Sie bei uns, dann stimmen Sie doch einfach mit und dann können wir auch quick freezen. Sie müssen sich mal die Praxis in den Vereinigten Staaten anschauen. Dort findet quick freeze statt, weil im Rahmen der Ermittlungsverfahren möglicherweise Daten gelöscht werden und sie dann in einen Prozess nicht mehr eingebracht werden können. Das ist der Grund, warum in Amerika quick freeze stattfindet. Also Daten müssen aber erst vorliegen. Wenn Sie das wollen, dann können Sie heute guten Gewissens diesem Gesetz zustimmen. Eine zweite Tatsache, die zur Klarheit erzählt werden muss. Wir haben in diesem Gesetz eine Regelung, die ganz deutlich sagt, dass die entsprechenden Daten beim Teledienstanbieter, also beim Vertragspartner des jeweiligen Kunden, gespeichert werden. Nicht beim Staat. Und da sagt Edward Snowden, den Sie ja immer zitieren, zur amerikanischen Praxis, die jetzt geändert worden ist, nicht mehr der Staat speichert, sondern die Teledienstanbieter. Das ist ein Fortschritt, so soll es sein. Das ist das Gute, dass nicht der Staat speichert, sondern der Vertragspartner, der Teledienstanbieter. Ja, dann stimmen Sie doch mal zu, wenn Sie die Forderungen selbst immer erheben. Es ist also ein gutes Gesetz. Meine Damen und Herren, die Fälle, die Sie hier negieren und verneinen, die debattieren wir jetzt seit mehreren Jahren. Vertreter der Polizei, des Bundeskriminalamts, der Staatsanwaltschaften haben uns immer wieder Fälle genannt, wo im Bereich der Kinderpornografie, wo im Bereich der Gewaltvideos auf YouTube und anderen, wo zum Beispiel die Anbahnung von sexuellen Handlungen mit Minderjährigen über ICQ, das alles stattfand und wir im Grunde nur über IP-Adressen, über andere Informationen digitaler Art gewinnen konnten, wer dahinter steht. Da können Sie natürlich sagen, das wollen wir nicht ermitteln. Dann muss ich aber sagen, dann führen Sie eben nicht diesen Ausgleich der unterschiedlichen Grundrechte, die im Raume stehen. Dann schlagen Sie sich einseitig auf eine Seite und das sollte Rechtsstaat nicht tun. Ich glaube, dass wir im Ergebnis ein ausgewogenes Gesetz geschaffen haben, was den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichts und auch den Forderungen des Europäischen Gerichtshofs Rechnung trägt. Ich bitte Sie, diesem Gesetz zuzustimmen und es ehrlich und offen zu debattieren. Danke schön. Patrick Sensburg für die CDU im Rechtsausschuss hält den hier gleich abgestimmten Gesetzentwurf zu Speicherpflicht und Höchstspeicherfristen für rechtssicher. Das wird spannend werden, denn die Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen sind ja schon angekündigt. Der letzte Redner in dieser Debatte und dann, wie gesagt, namentliche Abstimmung über eben dieses Gesetz zu einer Vorratsdatenspeicherung ist Thorsten Hoffmann. Er ist Mitglied im Innenausschuss und kommt aus der Unionsfraktion. Wir beschließen heute vielmehr eine klare Regelung für Provider, wie mit anfallenden Daten umzugehen ist. Darüber freue ich mich sehr. Der Schutz persönlicher Daten ist uns ein hohes Gut. Dazu gehören längst auch die Verbindungsdaten der Telefon- und Handynutzung. Diese Daten ermöglichen auch die Erstellung von Bewegungs- und Persönlichkeitsprofilen. Gelangen sie in falsche Hände, wissen zum Beispiel Einbrecher, wann wir zu Hause sind. Und ich glaube nicht, dass wir das möchten. Deshalb ist es dringend nötig, dass wir heute ein Gesetz verabschieden, das den Umgang mit diesen Verkehrsdaten regelt. Es darf nicht sein, dass die Dauer der Speicherung allein im Ermessen von Unternehmen liegt. Die Speicherung erfolgt völlig willkürlich, so zum Beispiel für 8 Tage oder aber für 24 Monate. Und deshalb müssen wir diese sensiblen Verkehrsdaten künftig besser schützen. Sie sollen nur noch 10 Wochen gespeichert werden, Standortdaten sogar nur 4 Wochen. Besonders wichtig ist es in diesem Zusammenhang, dass die Gesprächs- und Kommunikationsinhalte nicht gespeichert werden. Dieser innerste Kern der Kommunikation unterliegt einem besonderen Schutz. Übrigens, bei Facebook, Google und WhatsApp ist das anders. Dort geben wir freiwillig die Kontrolle über unsere Daten und Kommunikationsinhalte ab. Auch hier im Plenum und auf den Zuschauerrängen nutzt fast jeder diese Dienste. Da bin ich mir sehr sicher. Mit dem nun vorliegenden Gesetz übernehmen wir Verantwortung für die Sicherheit unserer Daten und sorgen zugleich für die innere Sicherheit unseres Landes.
Denn Freiheit und Sicherheit, und das ist schon des Öfteren angeklungen, sind eben keine Gegensätze. Es gibt sie nur gemeinsam. Wir stehen in der Verantwortung, das richtige Verhältnis zu finden. Und ich denke mal, das haben wir geschafft. Indem wir der Polizei unter einem strengen Richtervorbehalt und nur bei schwersten Straftaten die Nutzung von Verbindungsdaten ermöglichen, sorgen wir für eine deutliche Verbesserung im Kampf, unter anderem gegen die organisierte Kriminalität, gegen Terrorismus, gegen extremistische Straftaten von links und rechts. Dies steht in der besten Tradition unseres Rechtsstaates. Es muss uns möglich sein, unsere Gesetze zur Anwendung zu bringen. Unser Staat muss auch im digitalen Zeitalter effektiv und handlungsfähig sein. Die Nutzung der Speicherdaten ist dabei natürlich oft nur ein Strang in einem Strauß von polizeilichen Maßnahmen. Sie sind nur eine Möglichkeit, um Verbrechen zu bekämpfen und Kriminelle dingfest zu machen. Und das möchte ich noch einmal betonen. In einigen Fällen sind diese Daten eben auch der einzige Weg und der einzige Ermittlungsansatz zur Aufklärung schwerer Straftaten. Die derzeitige unterschiedlich lange Speicherdauer bei den einzelnen Unternehmen ist in den meisten Fällen ein Hindernis bei der Strafverfolgung. Statistische Erhebungen des Bundeskriminalamtes machen dies total deutlich. Bislang laufen mehr als 80% der Auskunftsersuche ins Leere. Die Daten sind gelöscht, weil es keine Speicherpflicht gibt. So wird die Aufklärung schwerer Straftaten verhindert. Täter kommen davon und Opfer erhalten keine Gerechtigkeit. Die Aufklärung von Verbrechen darf aber nicht von willkürlichen Unternehmensentscheidungen abhängen. Und eins werde ich zudem auch klar sagen, das muss auch deutlich werden. Die Auswertung von Verbindungsdaten durch die Polizei kann Straftaten zwar zunächst möglicherweise nicht verhindern, aber sie kann helfen, Netzwerke und Strukturen zu erkennen. Und indem wir in der Lage sind, diese Zusammenhänge zu verstehen, dient diese Neuregelung eben nicht nur der Strafverfolgung, sondern auch der Gefahrenabwehr und wirkt somit präventiv. Und glauben Sie mir, als ehemaliger Kriminalbeamter und Fahnder, der im hochkriminellen Milieu über 2000 Festnahmen in ganz Deutschland getätigt hat, weiß ich ganz genau, wovon ich rede. Wenn ich mit meinen Kollegen vor Ort in Dortmund spreche, gibt es zu diesem Thema keine zwei Meinungen. Ich fordere Sie auf, hören Sie auf diese Experten. Vertrauen wir dem Urteil unserer Polizistinnen und Polizisten, Staatsanwaltschaften und Gerichte. Sie können Ihre Aufgabe nämlich nur effektiv wahrnehmen, wenn Sie entsprechend ausgestattet sind. Nicht nur mit Personal und Material, sondern eben auch mit Ermittlungsinstrumenten. Wenn es durch die Nutzung von Verkehrsdaten die Möglichkeit gibt, schwere Verbrechen aufzuklären, müssen wir unserer Polizei den Weg zur Nutzung dieser Daten ebnen. Unsere Polizistinnen und Polizisten stehen jeden Tag im Einsatz für unsere Sicherheit ein. Sie haben unser Vertrauen verdient. Und dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle einfach mal ganz herzlich danken. Noch einmal, die Nutzung der gespeicherten Verkehrsdaten wird nur dann möglich sein, wenn es um schwerste Kriminalität handelt, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet ist, ein Richter darüber entschieden hat und es keinen anderen Ermittlungsansatz gibt. Erst dann dürfen die Daten von der Polizei genutzt werden. Zuvor aber müssen die betroffenen Personen über den Abruf der Daten informiert werden. Passiert das nicht, muss auch hier ein Richter die Genehmigung erteilen. Die Erhebung von Verkehrsdaten bestimmter Berufsgruppen, die ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, ist zudem unzulässig. Die Verkehrsdaten von E-Mails sind ebenfalls ausgenommen. Im Übrigen wird auch der Handel mit gestohlenen Daten unter Strafe gestellt. Der neue Straftatbestand der Datenhehlerei schließt nun endlich eine Strafbarkeitslücke. Eine klare gesetzliche Regelung zur Speicherung der Daten bei den Anbietern schafft eine verlässliche Grundlage zur Verbesserung des Datenschutzes, der Strafverfolgung und auch der Gefahrenabwehr. Und ich freue mich, dass es nun auch der Justizminister so sieht. Vielen Dank, Herr Maas. In 36 Monaten haben wir die Chance, und das ist gut, zu der Evaluierung. Und ich bin mir sicher, dass dann eines deutlich wird. Mit der heutigen Entscheidung für eine Speicherpflicht und eine Höchstspeicherfrist haben wir uns für Sicherheit und für die Freiheit entschieden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie herzlich um Ihre Zustimmung zu diesem Gesetz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten. Es liegen dazu eine Reihe von Erklärungen. Langsam, es kommt noch nicht die namentliche Abstimmung. Erstmal bitte sitzen bleiben. Soweit sind wir noch nicht. Also, es liegen dazu eine Reihe von Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/6391 den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 19/5088 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um ihr Stimmzeichen mit dem Arm, genau. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Dann ist das mit den Stimmen der CDU-CSU-Fraktion, der SPD-Fraktion, bei einigen Gegenstimmen und Enthaltungen aus der SPD-Fraktion, gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und gegen die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen in zweiter Beratung so angenommen worden. Jetzt kommen wir zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Wir stimmen über den Gesetzentwurf auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die dafür vorgesehenen Plätze einzunehmen. Und dieser namentliche Abstimmungsvorgang wird jetzt ein paar Minuten dauern. Das heißt, wir können noch mal zusammenfassen, was es denn hier in den vergangenen anderthalb Stunden gegeben hat. Es war die erwartet kontroverse Debatte über das, was manche Vorratsdatenspeicherung nennen, was aber im Gesetz original heißt, dass es um die Speicherpflicht und die Höchstspeicherfristen für sogenannte Verkehrsdaten geht, also für Verbindungsdaten am Telefon, sowohl was Festnetzanschlüsse angeht, was aber auch aber genauso Mobiltelefone angeht, die Orte, von denen aus telefoniert wird, auch das wird eine gewisse Zeit jetzt gespeichert werden müssen von den Telefonanbietern und es kann unter bestimmten Umständen abgerufen werden, beispielsweise von den Ermittlungsbehörden. Wie das im Einzelnen dann aussieht, haben wir im Laufe dieser Debatte gehört. Es ist nicht mehr aufgelöst worden, der Kernkonflikt, den es bei diesem Gesetz gibt, hier innerhalb des Parlaments. Auf der einen Seite sagen viele Abgeordnete, insbesondere aus der Union, aber auch große Teile der SPD inzwischen, dass es hier darum geht, Netzwerke und Strukturen zu erkennen, dass es um Gefahrenabwehr geht, also um mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger und sei es nur in dem Punkt, dass man einem mutmaßlichen Täter möglicherweise dessen Anwesenheit am Tatort nachweisen kann. Auf der anderen Seite bei den Kritikern, insbesondere aus den Reihen von Grünen und Linken, aber eben nach wie vor auch aus Teilen der SPD-Fraktion, heißt es, das sei eine anlasslose Speicherung von Daten, die Menschen geraten unter Generalverdacht. Und im Übrigen sei auch gar nicht erwiesen, dass dieses Instrument der Vorratsdatenspeicherung zum Erfolg führen könne. Ein Punkt ist hier in den Beratungen in dieses Gesetz noch hineingeschrieben worden. Das ist die sogenannte Evaluierung. In 3 Jahren will man überprüfen, ob das Ganze Sinn und Verstand hat, ob es das bringt, was es bringen soll, ob möglicherweise auch die Kosten den Nutzen doch erheblich übersteigen. Da ist von einigen Millionen die Rede, dieses Gesetzpaket auslösen wird. Und beispielsweise an Anfangsinvestitionen bei Telekommunikationsunternehmen. Die Abstimmung hier geht ihren Gang. Sie findet, wie gesagt, namentlich statt. Das Ergebnis ist eigentlich vorhersehbar. Aufgrund der Stimmlage innerhalb der Großen Koalition wird es hier eine deutliche Mehrheit für diesen Gesetzentwurf geben. Deswegen müssen wir dieses ganze Verfahren an dieser Stelle auch nicht bis zum Ende abwarten und verabschieden uns an dieser Stelle aus dem Deutschen Bundestag und geben zurück zu weiteren aktuellen Berichterstattungen aus dem Studio in Bonn.